Ich habe euch gebeten, mir eure Liebesproblemchen zu schicken. Egal wie klein oder nichtig die auch sein mögen. Schickt sie mir zu, anonym. Und ihr habt mir sehr viele Sachen geschickt. Let's go. Ich brauche einen Ratschlag. Und zwar, ich bin 17 Jahre alt und möchte sehr gerne einen Freund oder Freundin haben. Mein Problem sind folgende. Erstens, ich weiß nicht, stehe ich wirklich auf Frauen und weiß nicht, wie und ob ich das überhaupt meiner Familie oder Freunden sage. Okay. Mein zweites Problem ist, dass wenn ich jemanden kennenlerne, die Person entweder keine Beziehung möchte oder mich einfach so abserviert. Also, bitte kann mir jemand sagen, was ich machen soll, außer warten, weil ich möchte unbedingt eine Beziehung haben, aber mit dem der Richtigen. Was soll ich sagen? Warte. Erstmal, werd dir darüber bewusst, warum du so unbefucking dingend eine Beziehung haben möchtest, weil es halt, also, warum? Fühlst du dich einsam? Warum fühlst du dich einsam? Arbeite mal an der Beziehung zu deinen Freunden, zu den Menschen in deiner Umgebung. Werd dir erstmal über deine Sexualität bewusst, indem du dich ein bisschen mehr mit dir selbst beschäftigst. Und also das Ding ist, wenn man unbedingt eine Beziehung haben möchte, dann wird es nichts. Und du wirst vielleicht jemanden finden, die Person wird sagen, ja, okay, wir können zusammen sein und dann hast du was? Eine Person, die du okay findest? Nein, du willst unbedingt eine Beziehung mit dem oder der Richtigen. Aber der oder die Richtige kommt nicht. Ich kann dir keinen Tipp geben, indem ich sagen kann, hey, geh an einem verregneten Dienstag in dieses Café rein, setz dich an den Tisch vorne links und sobald eine Person mit einer blauen Brille hereinkommt, solltest du sie ansprechen, denn das ist deine Seelenverwandtschaft. Doesn't work. Take your time. Wart ab. In der Zeit mach halt irgendwas, was du gern machst, statt dich so sehr darauf zu verbeißen, zu fokussieren, jemanden kennenzulernen. Bullshit. Bringt nichts. Ich habe eine Freundin, die ich sehr mag und laut den anderen in unserer Freundesgruppe soll sie mich auch mögen. Aber ich bin echt unsicher und habe Angst, dass ich die Freundschaft zwischen uns zerstören könnte. Was soll ich deiner Meinung nach tun? Soll ich es riskieren und sie nach einem Valentinstags-Date fragen oder lieber nicht? Danke für deine Hilfe schon mal. Ich übernehme hier keine Verantwortung für das, was passiert. Aber wenn all deine Freunde sagen, dass sie auch auf dich steht und du diesen Freunden vertrauen kannst, dann riskier es. Chat sagt auch, rein da, go for it, fragen, auf die Freunde hören. Wenn deine Freunde, auch alle anderen in der Freundesgruppe sagen, ey, die steht auch auf dich, dann hat sie bestimmt mit einem von denen geredet und es hat sich rumgesprochen. Dann wird es schon die Wahrheit sein. Tu es, riskier es, gönn. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als mit jemandem befreundet zu sein und heimlich in diese Person verliebt zu sein und niemals an den Punkt zu kommen, an dem du sagen kannst, ja, ich fühle mich gut mit der Situation, sondern es ist immer nur Pain und du kannst diesen Pain nur hinausziehen. Also die Person wird sich nicht plötzlich in dich verlieben, nur weil du wartest. Entweder die Person kennt dich schon gut und ihr seid schon voll, die Person ist schon in dich verliebt, oder es wird nicht passieren. Nur weil du Zeit vergehen lässt, ändert sich daran nichts. Ja? Also, rein da. Also, mein Problem ist, dass ich halt nur Gefühle für weibliche Menschen aufbauen kann. Doch mein bester Freund steht auf mich und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will mit ihm eine gute Freundschaft haben, aber es funktioniert nicht, wenn er Gefühle für mich hat. By the way, es hat mir meine andere Kollegin gesagt, weil er mit ihr darüber geredet hat. Was soll ich machen? Wie soll ich damit umgehen? Anonym. Das Ansprechen? Also so, hey, ich hab gehört... dass du auf mich stehst, whatever da für eine Antwort kommt, einfach sagen, yo, ich habe davon gehört, ich weiß das, ja. Weil dieses stille Post hinterm Rücken, das hat nie funktioniert, das ist scheiße, don't do that. Person, ich mag dich sehr gerne, aber du weißt, ich stehe halt nur auf Frauen. Und deswegen wollte ich das einfach nur offen sagen, vielleicht hast du das irgendwie nicht mitbekommen, aber so, es wird auf jeden Fall aus diesem Grund nichts. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ja, also so von wegen, es liegt nicht daran, dass du kacke bist, aber ich stehe halt einfach nicht auf Männer. So, das kannst du ja so sagen. Es ist ja einfach nur ehrlich. So, weiter geht's. Ich habe ein großes Problem. Und zwar habe ich gerade meinen ersten Freund und noch nie jemanden geküsst. Süß. Und wir sind schon seit über einem Monat zusammen, aber ich traue mich einfach nicht, ihn zu küssen und er auch nicht. Heißt, ich habe ihn noch nie geküsst. Ich würde es gerne, weil es mir total schön vorstellt und er auch. Aber immer, wenn es passend wäre, passiert es nicht und ich kann mich nicht überwinden. Oh, süß. Also ich weiß noch, wie überkrass unbeholfen mein erster Kuss war. Ich war auf einem Date mit jemandem, in den ich schon super lange verliebt war. Wir haben den ganzen Tag zu Hause, was haben wir gemacht? Wir haben Skyrim gespielt und Musik gehört und allen möglichen Kram. Halt gezockt, gelabert, Musik gehört, gechillt. Es war irgendwie nie so der richtige Moment und dann war es irgendwann so, okay, er hat mich zum Bus gebracht. Ich war überaufgeregt.
Ich habe mich nicht getraut, und hätte ich den ersten Schritt machen müssen, es wäre niemals passiert. Aber dann hat er gesagt, hey, machen wir noch so ein Abschiedsküsschen? Kurz bevor der Bus kam. Und ich war so, okay. Tschüss. Ja, das war sehr niedlich. Und das hat es voll leicht für mich gemacht, weil dann war ich so, okay, dann ist jetzt der Moment, dann soll ich es jetzt machen, dann ist es jetzt okay und okay, let's go. Und das hat gut funktioniert. Ja, war ich da, Alter. Skyrim war schon draußen. Skyrim kam 2011 raus. 100%ig beim Skyrim gespielt. Heißt, ich war mindestens 14, also 14, 15, 16, sowas um den Dreh. Sowas um den, ah, nee, 16 nicht. 14, 15, sowas um den Dreh, glaube ich. Es gibt einen Dude in der Klasse, der mir so gemixte Signale gibt. Es begann kurz vor Corona in der 7. Klasse und zog sich bis nun in die 9. Klasse. In dieser Zeit war er schon 3 verschiedene Beziehungen und nach Aussagen seiner Ex ist er wirklich ein Hurensohn. Aber er gibt mir so Gefühle, die ich noch nie hatte, aber mein Kopf sagt nein. Dazu noch glauben die meisten meiner Klasse, dass ich aber auf seinen besten Freund stehe. Soll ich ihn darauf ansprechen oder warten? Hilfe. Ganz ehrlich, der Dude klingt nach extrem vielen Problemen. Ich krieg da keine gemischten Gefühle, ich krieg da oh no, no, no Gefühle. Klar, ich weiß nicht, in was für eine Situation ihr seid, aber so von dem, was ich da höre, klingt das ganz grauenhaft. Wenn alle Ex-Freundinnen sagen, der ist ein Hurensohn, klingt es nicht nach einer Sache, auf die man Bock haben sollte, weil es gibt eine wichtige Regel und die zählt für Männer und Frauen. Einmal Hurensohn, immer Hurensohn. Merkt euch das. Hey Anni, ich bin weiblich 15 und bin immer meine beste Freundin, weiblich 14, verknallt. Beim Training Judo sind wir immer unzertrennlich und die ganze Zeit beieinander. Vor dem Training sitzen wir immer sehr nah beieinander oder kuscheln auch ein bisschen. Sie tröstet mich, wenn es mir mental scheiße geht und ich mitten im Training anfange zu weinen. Mein Problem ist nur, dass sie schon mehrmals erwähnt hat, zu 0% auf Frauen zu stehen und so. Ich glaube, das Beste wäre, Gefühle zu unterdrücken und die Freundschaft zu retten. Ich möchte dir eine Geschichte aus meiner Vergangenheit erzählen. Ich war so lange damals in eine meiner besten Freundinnen verliebt. So lange. Und sie hat immer gesagt, dass es auf gar keinen Fall was für sie ist. Und sie gar nicht auf Frauen steht. Und das so, whatever. Und ich war damals nicht geoutet, also ich habe ihr das auch nicht erzählt. Aber ich war immer so ein bisschen so ein Feeling von whatever, ne? So, also jetzt nicht an einem Punkt, wo es schlimm war, aber schon so, wo ich mir dachte, das wäre so cool, wir verstehen uns so gut. Das wäre so die perfekte Beziehung. Es ist alles so toll. Blablabla. 10 Jahre später hat sie sich vor mir geoutet und hat mir erzählt, dass sie jetzt auf Frauen steht und jetzt eine Freundin hat. Dann habe ich ihr erzählt, wie ich mich damals gefühlt habe und sie war so, oh mein Gott. Und dann war sie so, ja, ich konnte mir das damals noch nicht eingestehen. Ich hatte diese Gefühle, aber mir war das so unangenehm, dass ich das irgendwie nicht für mich selbst nicht eingestehen konnte. Erst recht nicht vor anderen Leuten. Hat sehr lange gedauert, bis sie an dem Punkt war. Jetzt ist es soweit. Bei uns ist nichts irgendwie gelaufen oder so, gar nichts. Aber das war dann so, wo ich mir dachte, nicht, dass wenn jemand sagt, er steht nicht auf irgendwas, dann kann das natürlich sein, dass es wirklich so ist. Aber vor allem, wenn man so jung ist und man so krass gemischte Signale kriegt, dann kann es vielleicht auch wirklich sein, dass sich diese Person das einfach nicht eingestehen möchte. Und ich denke, wenn du das Gefühl hast, dass sie viel Nähe sucht und ne, viel in die Richtung ist. So ist es auch damals bei mir gewesen und deswegen war ich so, oh mein Gott, das wäre so cool, aber ist wohl nicht so. Und am Ende des Tages war es wohl so, sie konnte es sich nur nicht wirklich eingestehen. Vielleicht, I don't know, ob du vor ihr geoutet bist, aber vielleicht outest du dich vor ihr und sagst, wie du dazu fühlst und einfach nur, musst ja nicht sagen, dass du in sie verknallt bist, aber einfach sagen, dass du auf Frauen stehst und das dir voll gut vorstellen kannst und damit voll sicher bist und das gar nicht schlimm ist und damit einfach ganz offen und normal umgehst und vielleicht hilft dir das, vielleicht zu erkennen, dass sie auch Frauen mag oder vielleicht zu erkennen, dass sie es auf jeden Fall nicht mag. Whatever. Ja, nur weil, also ne, ich will jetzt hier nicht keine falschen Hoffnungen machen und sagen, oh mein Gott, deine Freundin, die wahrscheinlich heterosexuell ist, steht vielleicht doch auf dich, aber vielleicht für alle, das kann sich ändern, vor allem, wenn man so ganz gemischte Gefühle von jemandem kriegt, also I don't know, das ist, also ich habe das Gefühl, dass manchmal die Intuition nicht falsch liegt. Also wenn jemand so sich so Nähe sucht und sich so ankuschelt und all diesen Kram macht, dann ja, kann das sein, dass die Person vielleicht einfach so ist, aber vielleicht empfindet die Person auch etwas und kann es sich eingestehen und das ist okay. Und da muss man niemanden zwingen oder drängen oder sowas, gar nicht. Immer Zeit lassen, aber vor allem einfach eine sichere Umgebung schaffen, ehrlich über sich selbst sein und der Person erlauben, auch ehrlich über sich zu sein, ja. Vor egal, wem ich mich jemals geoutet habe, niemals kam bei mir auch irgendwie die Antwort, oh mein Gott, aber du stehst doch jetzt nicht auf mich, gar nicht. All meine Freundinnen sind
immer normal zu mir gewesen. Auch obwohl ich auch auf Frauen stehe, ist es für meine weiblichen Freundinnen dann nicht plötzlich unangenehm gewesen, sich vor mir umzuziehen oder sowas. Es ist nie so gewesen. Kann man auch einfach sehr schön. Und wenn Leute so toxisch reagieren, dann sind die auch einfach kacke.